Ah, oh, ja, 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 okay. Nein. Jalla, 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 na! Mach mal, Alter. Wow! Nein, ich fahr ins Kino. Nein, 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 nicht drehen! Wow. Los, Aufsturz hier, nicht leben einfach. Oh, meine hat Strafe gekriegt. Uiuiui. Oh, alle ziehen vorbei, es sind, ach, nö. Leute, wie gesagt, chill mal, Alter. Ich glaube, ich habe dich da hinten gerade gesehen. Oh, und jetzt nochmal beinahe gedreht. Ach du Schreck, Zehnter, du bist hinter mir. Ich bin Elfter. Warst du schon in der Box? Nee. Genial, Sturzio. Gehst du jetzt in die Box oder wann? Nee, ich geh dann, wenn ich Lust hab. Ach Leute, shit mal, genau so sieht's aus. Oh, ich kann nicht mehr. Gestern war es bei mir so kalt irgendwie draußen, ja, dass ich übelst die Halsschmerzen bekomme, aber ganz komische Halsschmerzen. Also die ging vom Hals bis zur Brust, also beim Schlucken hat es richtig weh getan und beim Essen auch, ja. So als wenn Verstopfung wäre, ganz komische Sache. Ich habe Pizza gegessen, hat erstmal beim Schlucken weh getan, aber danach hat 2 Sekunden später in der Brust auch noch weh getan. Komische Sachen. Das hört sich nicht gut an. Ja, wir waren auch gestern haben wir ein bisschen mehr draußen geredet, vielleicht 1,5 Stunden und heute nochmal, ja, heute waren wir nur 20 Minuten Außenszenen gehabt ungefähr, vielleicht 30 Minuten. Aber gestern, das ist so arschkalt, weil wenn du halt die Kamera auf der Schulter hast, ne, und die Hände hast dann vorne am Griff vom Schulterstativ dran und die hängen dann ja so Bewegungsluft im schönen Wind, das ist so eiskalt, also meine Hände sind so weggefroren und das war wow. Und du hast so ein Auge für Kamera und so, ich mach's ja auch total gerne. Auge für Kamera im Sinne von Interesse daran und so weiter? Nee, oder? Nee, ich meine ein Auge für Bildausschnitt und so. Ja, ja, würde ich schon sagen, ist auch cool. Ja. Also ich bin allgemein Fotografie und auch Videografie. Bist du in der Box oder nicht? Nee, ich bin auch nicht in der Box. Scheiße, ich dachte, du bist in der Box. Stoß, ich wollte jetzt eigentlich in die Box. Wer fährst du nächste Runde in die Box? Nee, ja, wahrscheinlich, ja. Oh, Kacke, weil einer von uns kann ja nicht fahren und du kannst im Zweifel entscheiden, weil du bist vor mir. Da muss ich noch eine Runde auf den Kackreifen fahren. Oh, Stuzio. Warum tust du mir das an? Ja, weil... Ah, du bist ja eh ziemlich weit weg, noch 3 Sekunden. Ja, 3 Sekunden, also, das reicht nicht, Stuzio. Ich versuche ja hier an den Vordermann jetzt ran, an den Also wenn ich da einen Fehler mache, kann ich direkt hinter dir ranfahren, aber ich denke eher, dass ich ungefähr einen Abstand halte oder sogar ein bisschen näher komme und dafür geht das gar nicht. Wie ist denn deine beste Runde? 21,36. Oh, 21,25. Kacke, Sturzio, ich hol dich da noch. Aber um da zurück zum Thema zu kommen, also mich interessiert das einfach und also, ja, also das ist eigentlich mein, wenn ich YouTube nicht machen würde und viel mehr Zeit hätte, würde ich mich damit auch wahrscheinlich noch viel mehr beschäftigen, aber das ist eigentlich schon immer ein Hobby von mir gewesen. Bei mir hat gerade jemand einen Hochstarter gemacht. Ein Hochstarter? Ja, weißt du, was es ist, was ich damit meine? Nö, gar keine Ahnung. Er ist vorne einfach hochgegangen, ist so, als wenn man ein bisschen zu schnell losfährt, wie beim Motorrad. Aber das war, glaube ich, einfach ein großer Bug. Ja. Oh nein, ich bin nicht reingefahren. Ja, dann fahre ich rein. Ja, ist kein Ding, gut. Na, ich bin ins Kiesbett nochmal in der Boxeneinfahrt, schon wieder. Richtig verpeilt heute, wa? Heute geht ja auch einiges schief. Ich gerade auf, ich bin jetzt 7. schon. Ja, ich bin jetzt... Oh, ich dachte, er fährt vorbei. Okay, er ist drin. Und er fährt los. Los geht's, okay. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt, Sturzio. Ah, ich komme wieder auf 16 raus. Mal schauen, jetzt habe ich nicht mehr lange, aber ich sehe die auch da vorne. Bin mal gespannt bei der nächsten Zwischenzeit, was mir da angezeigt wird als Abstand. Wird der Abstand zwischen uns direkt angezeigt? Ne, zu dir nicht, aber zu den vor mir. Ja, 5 Sekunden sind das. In 6 Runden, die ich dann noch zu absolvieren habe, in 7 Runden, ist das, oder fast 7, ist das eigentlich zu schaffen, oh, oder? Boah, ich komme fast ran an die Leute hier vor mir wieder, aber ich muss jetzt in die Box reinfahren. Ja eben, das ist eh eine andere Welt. Also das ist so eine Riesengruppe da vor uns, die kann man eigentlich noch locker überholen. Ich bin mal gespannt, wo du jetzt rauskommst. Wenn ich jetzt eine perfekte Runde fahre, dann mache ich jetzt auch fett gemischt, komme ich vielleicht vor dir raus, Sturzio. Nee, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Was machst du dann, Sturzio? Ich fahr jetzt aber gleich schon in die Box. Ah, kacke, ich bin noch ein bisschen weg. Aber ich will die jetzt überholen. Ah, ich bin noch richtig weit weg. Was? Du warst so weit vor mir? Ja, also ich fahr jetzt rein. Okay, jetzt. Ich bin bei der schnellen Kurve, wo links das Kiesbett war. Oh, na. Ich weiß, ich kann dich schlecht einschätzen, da ich dachte, du war 3 Sekunden hinter dir. Wie kann das sein? I don't know, ja. I don't know.
So, jetzt fahre ich raus. Okay. Also ich fahre nicht raus, ich fahre jetzt aus. Also, ja, warte mal, ich bin am Start und krass, Ziel. Leute, ich komme als 14. raus. Oh, sehr gut. Ich bin aus der, jetzt nebenbei der Boxenausfahrt. Kacke, du bist ja richtig weit vor mir. Ah! Boah, ich drehe mich fast. Sturzi, da musst du aber nochmal gut gefahren sein. Ich dachte, wir waren so richtig nah beieinander. Ja, ich habe jetzt 21.1174. Ich meine, ich habe in der letzten Runde eine halbe Sekunde aufgeholt auf die vor mir, aber trotzdem. Mensch, das ändert, ey, ich bin vor dir. Das ist auch eigentlich ist es schon ein dramatisches Event hier, wa? Ja. Wir unterschätzen es. Ich meine, es ist sonst nie so, dass ich vor dir bin. Wir chillen auch voll, ne? Also ja, deswegen ich wollte ja übrigens auch sagen, dass es auch voll mein Ding ist. Mit Bildausschnitt und Film, Kamera und Fotos und so ist voll mein Ding. Ich mach auch das teilweise ein bisschen bei meinem Bruder. Der macht das auch. Filme und so. Kurzfilme. Professionell. Ja, relativ professionell, ja. Ja. Hatte ich, glaube ich, mal, dass du mir gleich irgendwann mal was geschickt. Aber. Ja, also, das finde ich. Habt ihr was von geschickt? Ja, ein Kurzfilm von ihm, glaube ich. Also, oder das war gleich so eine. Oder es war kein Kurzfilm, sowas etwas kürzeres. Ich weiß nicht. Unter einer Minute war das ungefähr. Auf jeden Fall hast du mir gleich was geschickt. Wie hieß das? Mana Place? Es kann sein, ich weiß es nicht mehr genau, aber da ist mir, glaube ich, auf jeden Fall was geschickt. Ja, die haben christliche Botschaften, ne? Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Ja, das war mit einem Läufer, der an einem See war, irgendwie so eine Art. Ah, genau, okay. Das erste Date hieß es. Richtig. Ja, da war ich auch dabei, da gibt es ein Making-of, da will ich es sehen. Ja, genau, deswegen hast du es mir ja wahrscheinlich geschickt. Ach so, okay. Gut, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich hab's. Alter, was machst du denn? Bin jetzt richtig nah dran da an euch, ja? Also ich hol hier pro. Boah, beinahe Senna umgedreht, du. Ich sag's dir. So, jetzt fahr mal bitte ich weg. Ich sehe euch schon parallel nebeneinander fahren, wenn ihr beide das seid. Ah ja, das waren wir. Ja, da bin ich. Aber die Gruppe, ich hatte die noch ein bisschen enger in Erinnerung. Aber jetzt seid ihr schon ziemlich auseinandergestreckter. Ja, das ist. Ich dachte, also, ich überhole dich dann so alle in einem Rutsch, aber das geht ja gar nicht mehr. Uiuiuiui. Die Punkte komme ich wahrscheinlich nicht mehr, also auch nicht mein Ziel. Wie gesagt, Schild mal. Ich glaube, ich nenne die zweite Folge, nenne ich jetzt auch Schild mal 2. Schild weißt mal 2. Schild mal 1, Schild mal 2, ja? Das Sequel. Okay. Und wieder eine neue Bestzeit. Oh, das ist sehr gut. Na, bei mir wird das, glaube ich, keine neue Bestzeit. Doch, ne, also doch, persönliche neue Bestzeit. Wow, sehr schön. Ich mache jetzt mal wieder auf Standard. Oh, ich fahre ja die ganze Zeit auf schnell. Ah, muss ich auch mal wieder runterstellen. Ah ja, das ist. Ah, ich habe nur eine Runde plus. Ich bin immer noch nicht. Oh, noch zwei Runden plus. Ah, dann fahre ich noch ein bisschen. Ich fahre noch ein bisschen. Auch weil ich jetzt habe ich im Moment eine Bestzeit für das gesamte von allen zusammengenommen, so. Aha, also Liederzeit. Ja, also richtig gut. Und 6/10 im ersten Sektor, besser als meine bisherige persönliche Bestzeit. Also wow. Ist ja nicht schlecht. Das hört sich ziemlich gut an, deswegen behalte ich jetzt nochmal sondern Sprit auf Beste, was geht. Beste, um noch eine richtig geile Zeit hier rauszufahren. So, gerade hat mein Controller total vibriert. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. Das hätte ich so angehört. Scheiße. So, jetzt gerade auslanden. Dann bin ich in der nächsten Runde vielleicht schon im DRS-Fenster. Ja, gut. Kurve in Ordnung genommen. Ich bin immer noch fast 8/10 besser als meine bisherige Bestzeit. Und das ist immer noch eine insgesamte Bestzeit. Von allen zusammen. Also, wow, absolute Bestzeit. Okay. Jetzt biege ich auf die Start- und Zielgerade ein. Ich auch. Nicht aufs Kiesbett. Oh, ganz knapp. Nicht sehr gut gefahren. Bisschen Curse, nicht zu wenig. Ja, neue persönliche Bestzeit. Um eine Sekunde verbessert und absolute Bestzeit mit 1:19.674. Boah, 1:19, krass. Muss ich ja nochmal toppen eigentlich. Und jetzt bin ich, da wird es jetzt hoffentlich auch angezeigt. Schnellster. Oh, schnellste Runde, unglaublich. Und jetzt bin ey, ich. Ey, Leute, warte mal, dann machen wir das so. Ich werde jetzt noch eine Runde fahren. Aha. Also die Runde fahren und dann werde ich auch nochmal die letzte Runde für mich auf Fett gemischt fahren und da werde ich dann auch versuchen, alles so rauszuholen. Jetzt komme ich mit DRS an Senna vorbei. Na, jetzt habe ich Bremsen. Oh, krass. Ah, ich habe zu. Willst du mich jetzt einholen oder so? Oder hast du ihn überholt? Oder? Nein, er hat mich zurück überholt. Ich habe einfach. Das heißt, hat hart nicht gereicht, da habe ich zu spät gebremst. Ist ja ein Schlingel. Und da hat er sich ihn wieder durchgemogelt. Aber jetzt, gleiche Situation wie da, wo ich Räikkönen in der ersten Runde abgeschossen habe. Jetzt vorsichtig sein.
Und gleich ausbeschleunigen ordentlich. Aber ich mag das Fighten auf Profi, ist so viel geiler. Weil da ja, ist, die geben nicht so klein nach. Die Kurve immer noch nicht hin, ey. Diese komische Kurve. Die geben einfach nicht klein bei und das finde ich einfach super. So. Nee, sollen wir auch nicht. So, eben. Ich will ja Spaß haben hier beim Fighten. Okay, okay. Und da fahre ich lieber auch, ich meine, wir sind ja auch nur in Anführungszeichen sauber. Und ja. Nicht McLaren na, oder was. Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr sauber. Ja, ganz knapp, schon fast 2000. War eine schlechte Runde. Es geht gar nicht gut los. Ach komm, lass es. Ich schaff's eh nicht. Ich mach jetzt mal. Ja. Ich mach wieder Standardgemisch. Diese Runde toppe ich noch nicht deine Bestzeit. Ich mach's erst in der letzten Runde. So, jetzt habe ich ihn hier überholt, den Kollegen. Und ich hoffe, dass ich das nach der DRS-Linie getan habe und deswegen noch DRS bekomme. Ich glaube aber nicht. Nee, der hat jetzt sogar DRS. Kacke. Und ich muss Benzin auf Standard stellen. Ich habe nämlich jetzt schon nur noch optimal. Und es sind nur noch 2 Runden Sturzio. Mein Ziel mit den Punkten werde ich leider nicht mehr erreichen. Also absolut nicht. Das ist einfach unmöglich. Hey, meins auch nicht. Also ich habe auch heute kein Ziel gehabt. Ich habe auch kein Ziel am Anfang gesagt. Ich habe ein Ziel gehabt. Also ein indirektes Schild mal, weißt du? Schild mal. Und ich fand das auch... Also mein Ziel ist jetzt noch, dich zu überholen, nebenbei gesagt. Oh, das ist aber kein schönes Ziel. Das ändern wir einfach. Und dafür, dass ich letzter war durch einen blöden Fehler durchs Qualifying und dann ja noch Strafe absitzen musste, finde ich den Platz gar nicht so schlecht. Und ja, aber ich hatte indirekt hatte ich auch eine Strafe. Ich musste ins Kiesbett fahren und musste einfach erstmal mich voll drehen. Also das war... Ja, okay. Das hat mich auch aber ich habe auch eine persönliche Bestzeit und dafür, dass ich die Strecke echt komplett gar nicht geübt habe, wow, muss ich da sagen. Also da bin ich so, echt jetzt, zufrieden mal, heute. Die toppe ich noch. Die versuche ich noch zu toppen. So, jetzt geht's los. Die Runde beginnt. Jo, Stolzio! Auf geht's! Ich stehe auch nochmal auf Fettgemisch, aber ich glaube, das ist nicht gut. Aber ich will dich ja eigentlich einholen. Aber ich darf ihn nicht machen, leider. Nee, ich kann nicht mehr dafür. Oh, Stolzio, du bist ja noch richtig nah dran! Ich sagte, wären wir ein ganz bisschen besser, also gut, bisschen besser gefahren. Bisschen weniger Kiesbett, wären wir da echt dran gewesen. So, los, komm! Und momentan aktuelle lila Zeit. Oh, mit kacke, einer Stolzio. Sekunde Verbesserung in den ersten Sektor. Über eine Sekunde. Was? Über eine Sekunde? Wie machst du denn das? Ich was hast du da ausgepackt? Oh, nein. Los, komm schon, zieh, Junge, zieh. Oh, was soll denn das? Ich glaub's nicht. Ja. Strafe? Nein! Mann! Strafe? Nein. Ey, das war so krass. Ich war so schnell. Ich hätte eine 18er-Zeit bekommen. Boah, das wäre aber krass gewesen. Fernando, ich hab aber am Anfang habe ich einfach mal... Hinter dir. Hast du eine Strafe? Ja. Ja. Aber egal, ich überhole dich auch noch auf der Strecke. Lalala, oh, fast ins Kiesbett außen. Du überholst gar nichts. Natürlich, Stolzio, ich überhole dich noch. Ich weiß, ich kenne dich doch. Du sagst dir so, oh, no risk, no fun. Und jetzt, ich habe eh nichts zu verlieren, sagst du dir. Und jetzt haust du mich da weg, wenn ich dich überholen will. Aber ich fahre es perfekt. Oh, ja. Okay. Nein. Jalla. Na! Wow! Oh, Stolzio! Schade. Leute, das wäre die Zeit geworden. Es wäre eine 18er Zeit hundertprozentig geworden. Hätte ich noch die anderen Kurven richtig hingekriegt. Das Problem war, also ich bin auf Start und Ziel, bin ich so früh eingelenkt, dass ich so dieses halbe Beet mitgenommen habe. Aber dadurch bin ich so schnell darum. Weißt du, wer die beste Runde des verdammten Renns gemacht hat? Ja, die hätte ich beinahe gemacht. Die habe ich gemacht. Gesagt. Und zwar mit so ein bisschen Abstand sogar. Und wow. Ich habe diese Strecke als erstes Mal in allen beiden Saisons nicht geübt. Ja, außer 2 Runden gestern Abend, als ein Kumpel hier war und wir dann beide aufgegeben haben, weil wir nur Crashes gebaut haben. Eieieiei, dafür war das echt gut. Wir haben keine Punkte gemacht, trotzdem bin ich heute echt in dieser Saison mal wieder richtig zufrieden mit dem Rennen. Und wir wollten eine chillige Folge machen. Wir haben eine chillige Folge gemacht, ohne groß aufregen. Aber mit einem schicken Gesprächsthema, muss man sagen, spontan mal so. Da kann man echt nicht sagen. Also ich fand die Folge gut. Wenn ihr die auch gut fandet, dann drückt beim Sturz hier den Daumen hoch, dann drückt hier den Daumen hoch, je nachdem, wo ihr schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao. Yeah. Warte. Eine Sache noch. Okay. Und zwar, glaub mir, ich hätte die Zeit getoppt. Ich glaub dir, Stolzio. Mit einer Sekunde im ersten Sektor kann man ja nicht mehr so viel falsch machen, wenn man ein bisschen ordentlich fährt. Aber dann wolltest du zu viel. Ja, genau. Ich wollte zu viel, hab zu spät gewonnen. Da an dieser Stelle, haut da rein, meine werten Freunde. Mach's gut, ciao.